Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 650. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Und Leute, es ist schon soweit. Wir sind schon wieder bei, also schon bei 650. Was heißt schon wieder, weil wir waren noch nicht dort. Aber wir sind bei 650 Folgen. Und es ist halt einfach schon wieder die Hälfte von den nächsten Pack-Openings, sage ich mal. Aber mal schauen. Ich hoffe, wir kriegen eigentlich noch ein bisschen mehr ran an Packs, weil wir haben jetzt erst 10. Und ich hätte schon gerne zum Pack-Opening, keine Ahnung, mehr als 20 wäre schon schön. Aber das werden wir mitkriegen, wenn es soweit ist. So, heute können die beiden erstmal wieder. Da kann das Huhn auch mal wieder. Das ist auch gut. Da kann das ein bisschen weiter trainiert werden. Wie lange sammelt das eigentlich auf dem Maxel? Sammelt das in 7 Minuten? Ja, macht's gut. Dann müssen wir mal gucken, wie sich das noch, inwieweit sich das lohnt, sozusagen. Gut, der Kollege. Ah, ja, aber ich will ja eigentlich hier, ne? Du sollst ja eigentlich als nächstes erst nochmal ins Training. Gut, hier brauchen wir noch ein bisschen Holz. Das lässt sich, denke ich, mal auch machen. Hier, du kannst ins Training. So, müssen wir mal gucken hier. Wir schicken erstmal die ganzen Kollegen hier los. So, nee, das, ne. So. Genau, wir brauchen nämlich hier noch ein bisschen Holz für den da oben. Das kriegen wir am besten hier, würde ich sagen. So. Yep, wunderbar. Damit haben wir genug Holz. Ach, mittlerweile kostet er ja auch gar nicht mehr so viel. Das ist ja noch besser. Genau, ich denke mal, morgen schaffen wir es immer noch nicht, aber übermorgen sollten wir es dann haben. Da haben wir es dann auf jeden Fall zusammen, das Eisen. Da können wir den dann auf jeden Fall ins Training schicken und da geht Schmeichler dann auf unser jetziges Max-Level hoch. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Fisch, aber da würde ich vorher den anderen Fisch, den wir noch haben, ausgeben. Und zwar am besten an jemanden, der sinnvoll wäre für uns. Wie der hier zum Beispiel. 1, 2, los. So, können wir jetzt alles einsammeln? Ja, können wir. Damit können wir ihn nochmal füttern. Noch zweimal geht leider nicht, aber noch einmal erstmal. Der kriegt halt nochmal übelst gut drauf, ne, wenn wir den jetzt hochkriegen. Aber müssen wir gucken. Wir kriegen durch Unizan nochmal was. Dann reicht's sogar. Sehr gut, dann reicht's. Und Runen, das ist auch schön. Kannst wieder los. Dann wurde gefragt, warum ich überhaupt Kruft suche. Weil er eigentlich gar nicht so gut ist. Und ja, stimmt, der ist jetzt nicht so gut, aber es ist halt einfach ein Einzigartiger. Und ich möchte halt gerne alle Einzigartigen irgendwann mal haben. Deswegen würde ich da immer mal wieder suchen. So, öffnen wir das Gratis-Paket, um den genug Fisch zu kriegen. Wir brauchen ja noch 8 Millionen, beziehungsweise 7,5 Millionen. Und dann sollten wir ja genug Fisch haben für den ganzen Spaß hier. Genau, das war genug Fisch. Und Flüsterer Tod, ja gut, den können wir freilassen. Den brauchen wir noch nicht. Oder, beziehungsweise brauchen wir nicht, den haben wir ja schon. So, du müsstest noch los. Ja, wer ist denn hier dann unterwegs, der nicht sein dürfte? Der da, okay. Und dann gehst du los, let's go. Genau, dann können wir nämlich jetzt hier uns den Spaß kaufen. Und das dauert noch ein paar Minuten. Gut, das werden wir heute, denke ich mal, im Video nicht bekommen. Der Tagstand kann natürlich auch wieder los. Gratis, let's go, Blutrücken. Suchst du uns mal. So, genau, hier hat man alles. Hier unten können wir nochmal tauschen. Da kann er auch wieder loskommen. Ah, nee, noch nicht. Okay, dann müssen wir erstmal die Legendären noch losschicken. Einmal der große Überwilde hier. Genau, los macht er. Dann haben wir hier oben noch... Genau, hier sind die ganzen anderen. Auch bald da. Er kriegt plus 5 Eisen. Gut, ist dann immer noch nicht viel, was er sammelt. Aber ey, 5 Eisen obendrauf ist immer gut. So, drehen wir hier am Glücksrad. Und wir bekommen einmal Runen. Komm, das waren doch die 250, oder? Boom! Jackpot. Sehr, sehr schön. Mal wieder 250 Runen obendrauf. Das sieht man doch richtig gerne. Das ist wirklich, wirklich gut. So, dann kannst du noch los, grüner Tod. Und dann haben wir hier drüben noch unseren Immerflügler. Der kann natürlich auch wieder los. So, und los geht's. Aber richtig, richtig gut. So ist das wirklich gut. So läuft das. So, was haben wir hier? Das ist bestimmt das Holz hier unten. Genau. Ja, Sonnenjäger. Braucht man nie, denke ich mal. Ist ja, ich würde halt wirklich erstmal auf einmaliger so gehen. Ich weiß, manchmal mache ich das so gar nicht. Manchmal suche ich gar keinen so aktiv. Aber ich würde es trotzdem probieren. Ja, wo kriegt man jetzt am besten noch Holz los, wo es sich so lohnt? Ohne jetzt unbedingt den guten Sammler wieder zurückzupfeifen. Ach man, das ist immer das Ding, ne? Mit dem Eisen. Ah, ich würde halt, ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Holz jetzt gerade machen soll. Deswegen könnte man da halt eigentlich schon losschicken. Aber die hier sammeln ja alle. Ne, gut, du kostest eh einen Fisch, aber ja, bist halt gerade nie da, ne? Ach man. Naja, gut, dann lassen wir es hier kurz. Den Spitzenlauf, den können wir dann noch machen. Erstmal würde ich noch unsere Reisetrachen wieder losschicken. Erstmal Hakenzahn hier. Oh, hier können wir sogar im Glücksrad drehen. Sehr gut. Ah, leider nicht. Ich hätte so gerne nur die Sammlungsstücke mitgenommen, aber schade.
Gut, aber wir bekommen trotzdem Sammlungsstücke und das ist gut. Damit geht unsere Sammlung wieder hoch. Wir können dann mal gucken. Gut, ein Sammlungsstück ist jetzt echt nicht die Höhe. Aber ist trotzdem in Ordnung, sage ich mal. So, dann haben wir hier Sturmpfeil. Da können wir auch wieder einmal am Glücksrad drehen. Aber hier gibt es nichts Besonderes. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt Runen oder... Na, Bernstein wahrscheinlich. Ja, gut, wir kriegen... Wir kriegen Bernstein, sagen wir so. Und ein bisschen Fisch dazu. So, einmal einsammeln, dann einmal öffnen und du kannst freigelassen werden. So, gehst du wieder los. So, und dann haben wir hier noch Kotz und Wirk und Fleischklops. Einmal der und einmal Fleischklops. Da gehen wir auf Gratis, da geben wir jetzt nichts groß aus. Würde ich sagen, öffnen wir erstmal das zweite Gratis-Paket. So, da haben wir das und wir bekommen einmal Holz. Fisch und noch ein paar Runen dazu. Okay, ja, ganz in Ordnung. Jetzt nichts übermäßig Besonderes. Wir sind bald wieder hier weit. Also so weit, dass wir hier wieder mal ein schönes Goldpaket bald öffnen können. Wir können mal hoffen. Ich meine, wir haben dann immer noch zwei Premium-Drachen, die wir noch nicht haben. Das wäre immer schön, wenn wir da mal einen kriegen, ne? Können wir nur hoffen. Können wir aber jetzt leider in den Voraussagen. Was haben wir jetzt hier noch? Ach, genau. Wir hatten ja das Paket oben drauf. Deswegen sind es jetzt 11. Genau, passt das. Gut, sammeln wir hier einmal alles ein. Wir kriegen die nächste Belohnung. Und müssen dann mal schauen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist oder wie weit wir jetzt sind. Oh komm, die 15 können wir auch noch rankriegen. Naja, vielleicht auch ne. Vielleicht haben wir hier als Belohnung. Nee, okay, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh gut, dann nochmal Spiel Neustart. So, sind wir wieder drinne und dann gehen wir nochmal dorthin und schauen mal, ob es jetzt funktioniert. Genau, hier gibt's. Es gibt nicht mal mehr was, was wir genug kriegen können. Wir könnten noch hier unten das hier machen. Tagschatten in Verteidigwerk, gut, aber es funktioniert halt einfach nicht, ne? Wir kommen nicht dazu, jetzt nochmal diese 15 dazu zu bekommen. Wie sieht's hier aus? Hier gibt's auch nichts und das hat man durch. Na gut. Aber morgen können wir es dann auf jeden Fall öffnen. Würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier rein. Und machen den nächsten Kampf. Ist ja auch der letzte. Dann würden wir noch jetzt den kleinen Bifrost kriegen. Heißt ja, ich glaube, das wäre ganz in Ordnung. Würde ich nichts gegen haben. Also den würde ich gerne mitnehmen. Müssen wir mal gucken. So, gehen wir zuallererst erstmal auf den ersten Bossdrachen hier, damit der dann erstmal weg ist. Das Ding ist, wir haben ja halt wirklich auch nur zornige Gegner, ne? Also da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Das könnte teilweise ein bisschen schwierig werden. Aber ich denke mal, das sollten wir trotzdem noch hinkriegen. Das werden wir schon schaffen. Müssen nur gucken, dass wir nicht zu viele Leben immer verlieren. Das ist halt auch schlecht, wenn er sich jetzt Stärke gibt. Ich könnte jetzt hier natürlich den machen. Den werde ich auch machen. Und als nächstes gehen wir dann auf die Heilungsattacke. Da müssen wir nur mal kurz gucken, dass wir das bis dahin alles schön überleben. So, der ist weg. Wunderbar. Jetzt kommst du einmal dran. Ich hoffe... Nein, nicht die Vierer. Nicht die Vierer. Danke. Das wäre der pure Untergang jetzt gewesen. Da wären wahrscheinlich alle unsere Drachen nahezu weg gewesen. Das wäre ganz schlecht gewesen. Aber gut, ist ja nie passiert. Der hat jetzt Aktionspunkte ausgegeben, was auch sehr gut für uns ist, weil dann hat der Donnertrommel jetzt auch nicht genug. Jetzt wird es natürlich hier wieder knapp, aber da können wir das prinzipiell einmal so machen. Dann einmal so und gehen auf die Heilungsattacke. Aktionspunkte-Booster haben wir ja genug, das ist ja nicht das Problem. Hier nochmal Aktionspunkte mitnehmen und dann heilen wir uns... Ne, wir heilen uns in der nächsten Welle, weil da machen wir gleich eh mal schön Flächendamage. Was man ja auch immer wieder gerne sieht. Und es passt perfekt. Da können wir erstmal, wer kommt denn als zweites dran? Du kommst als zweites. Dann kriegst du erstmal eine Schwäche reingedrückt. Dann können wir uns jetzt heilen. Wir greifen dann wieder den Donnertrommler an. Damit ist er auch schon zur, also fast weg, ne? Nicht nur zur Hälfte, sondern wirklich fast weg. Und jetzt seid ihr kurz wieder dran. Aber, ah Mist, der war weg. Schade. Egal. Den holen wir uns. Auf den geben wir uns keine Stärke, sondern wir gehen dann mit der Dreierattacke vom Skrill rein. Und damit sollten wir dann, denke ich mal, Dagurs Skrill auch wegbekommen. Aber mein Skrill wird wahrscheinlich auch bald weg sein. Erstmal holen wir uns den, so. Jetzt wird es nämlich interessant werden. Jetzt ist der letzte Drache hier noch. Aber wenn er jetzt auf den gegangen ist, ist das ganz gut. Dann können wir hier zweimal normal angreifen. Und dann gehen wir jetzt mal auf die Dreierattacke vom Skrill. Mit der können wir, denke ich mal, ganz... guten Schaden machen, hätte ich gedacht. Geht aber mittlerweile nicht mehr. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Nee. Kann ich lassen. Schaffe ich nicht. Überlebe ich nicht. Überlebe ich nicht. Der geht jetzt auf den und der macht den One-Hit. Mist. Schade. Würde ich aber sagen, machen wir das nochmal. Gehen jetzt aber ein bisschen mehr auf Taktik.
Level 11. Nee, ist halt absolut schlecht. Kann ich nie. Ich brauch's ja gar nicht probieren. Die sind ja alle so grottig. Schnüffel Level 10. Mann! Gar nicht gut. Das ist nicht nach besten sortiert. Das ist nach besten sortiert. Lohnt sich aber auch nichts anderes. Der ist halt schon wieder Level 13, ist halt schlecht. Na gut, wir probieren es so nochmal. Wir können mal gucken, dass wir hier durchgreifen können, dass wir es vielleicht doch schaffen. Das wäre ja wirklich gut. Wir können es theoretisch sogar schaffen. Wir dürfen halt nur nicht zu wenig Drachen haben in der nächsten Welle. Ich würde sagen, wir gehen zuerst diesmal auf den und wir müssen gucken, dass wir das schaffen. Wir können auch gleich auf die Vierer-Attacke vom Sturmschneid gehen, nachdem die alle drangekommen sind, weil die machen halt doch schon alle ziemlich guten Schaden so mäßig. Deswegen müssen wir uns da vielleicht doch gleich schon mal heilen, weil ihr seht ja jetzt schon, unser Skrill ist jetzt schon wieder übelst angeschlagen. So, hier nochmal normal. Dann einmal die Heilung. Wunderbar. So, du gehst wieder auf meinen Skrill, aber der ist ausgewichen und jetzt hat er wieder Stärke. Das ist doch nicht normal. Ja gut, den haben wir jetzt weg. Und die beiden haben noch Stärke. Das heißt, wir geben jetzt keine Aktionspunkte aus, sondern sammeln kurz, damit wir uns gleich wieder heilen können. Weil jetzt wird es echt wichtig, ansonsten wird es nämlich zu knapp. Ja, das ist voll in Ordnung, das kann er so machen. Jetzt greifst du an, das geht so auch. Wir gehen jetzt auf den. Gehen dann auf die Heilungsattacke und können dann glücklicherweise, wenn wir das nächste Mal mit dem Sturmschnitt drankommen, gleich wieder auf die Heilungsattacke. Da muss ich aber erstmal gucken, ob ich das mache oder ob ich das dann erst in der nächsten Welle mache. Oder wir machen das jetzt so. Auch eine Überlegung. Ja, wir machen das so. Dann gehen wir jetzt auf die Aktionspunkte-Booster nochmal. So. Geben den einmal auf den Kollegen. Und gehen jetzt auf die Schwäche. Greifen hier dann nochmal normal an. Geben uns Stärke, sag mal so. Wir geben uns Stärke. Jetzt sind die drei dran und die dürfen nicht die ganze Zeit auf den Skrill gehen, sonst wird es kritisch. Also wir haben schon mal Dago Skrill als nächstes erstmal weg. Das ist schon mal schön. So, der ist schon mal weg vom Fenster. Jetzt sind wir hier dran. Jetzt wird es auch schon wieder interessant werden, weil wir geben... Warte mal, wenn ich jetzt zwei ausgebe, 1, 2, 3, kriege ich noch genug zusammen. Das ist sehr gut. Da können wir nämlich den hier auch noch fast wegholen. Und da sieht das so diesmal schon mal gar nicht mal so viel schlechter aus. Ne? Also das sieht schon mal viel besser aus eigentlich. Wobei unser Skrill jetzt auch wieder weg ist. Aber wir können das schaffen, indem wir uns jetzt einmal heilen. Genau, wir heilen uns. Greifen dann hier normal an und geben dem als nächstes Schwäche. Das ist schon mal das Erste, was wir jetzt tun. Wir geben dem Schwäche. So, dann geben wir hier mal die normale Attacke. Und dann müssen wir uns als nächstes jetzt auf die Heilungsattacke konzentrieren. Wobei wir da wahrscheinlich gar nicht mehr hinkommen können jetzt. Ach man, das ist doch schon wieder Mist. Wir greifen normal an. Geben uns eine Bäre, geben uns Stärke. So, und du gehst jetzt bitte nicht auf meinen Knochenräuber. Danke. So, hier nochmal eine schöne Schwäche mitgeben. Dann machen wir jetzt schönen Schaden mit dem Knochenräuber. Und ja, das schaffen wir auch ohne weitere Heilung. Sehr gut. Und hier nochmal eine Schwäche. Dann nochmal normal. Und den Kampf haben wir gewonnen. Sehr, sehr schön. So, dann drehen wir am Glücksrad. Und wir bekommen einmal zwei Früchte der Weißen. Das ist doch sehr gut. Da ist ja gar nicht so schlimm, dass wir die gerade ausgegeben haben. Und jetzt drehen wir hier und hier gibt es nochmal Fisch, 337 Millionen. Richtig, richtig gut. Und hier hinten haben wir dann natürlich noch den Bifrost, den kleinen Bifrost. So heißt er, ich glaube, werden wir gleich sehen, wir stellen ihn mal hin. Genau, kleiner Bifrost. Passt auch perfekt rein. Irgendwann müssen wir mal die ganzen Dekorationen wieder weghauen, aber gut, das können wir ja später machen. So, wir hatten da vorher noch jemanden, den wir gefüttert hatten. Und zwar saß der entweder genau hier. Gut, den hatten wir fertig. Oder hier. Wie viel kriegt man noch zusammen? Nicht viel, ne? Und du wolltest da ohne gefüttert werden. Also ist die Frage. Hier, der kriegt fast 1 Million drauf. Und der kriegt nur 500.000 drauf. Da ist der hier vorne schon ein bisschen besser. Level 113, der ist Level 113, genau. Na gut, dann geht mal hier einmal. Wir können uns ja jetzt eh nur einmal leisten. Das ist halt so übelst teuer. Das ist so schlimm. Haben wir Kostüm eigentlich für den hier? Nö. Ja, schade eigentlich, ne? Wir könnten mal gucken wegen Kostüm so mäßig. Aber ich glaube, wir haben überall, wenn wir ein Kostüm haben, haben wir es auch überall irgendwo drin, ne? Aber das Ding ist ja... Mhm. Ja, gut, nee. Schwierig. Haben wir aber auf jeden Fall ein paar Kostüme. Junge, so ein großes Durcheinander.
So, dann kriegst du schon mal das. Aber dass wir so viele Kostüme haben, hätte ich ja gar nicht gedacht. Eigentlich von ohne Zahn auch, ne? Gut, es fehlen natürlich noch ein paar, aber wir haben uns schon ein ganz paar. Aber naja, gut. Geht dann wieder los. Und würde ich sagen, wäre es an der Stelle auch schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.